Wir befinden uns hier auf der A7 zwischen Kirchheim und Bad Hersfeld-West. Wir wurden alarmiert um 6 Uhr zu einem Brand-LKW. Diese Alarmierung wurde durch mehrere Anrufe noch bestätigt, dass wir auf der Anfahrt schon sicher waren, dass hier auch tatsächlich ein brennender LKW steht. Die Zugmaschine war bei Eintreffen im Vollbrand und hat begonnen, sich auf die angrenzende Böschung und auf den Auflieger auszubreiten. Die Ladung besteht aus Softgetränken. Im Einsatz waren zu Spitzenzeiten ca. 50 Mann. Osthessen News. Sehen, was bewegt.